seit 4 Jahren nicht mehr. Und nun die letzte Hoffnung Nippons. Hiroya Saito. Einmal mehr Musterbeispiel an japanischer Beständigkeit. Gestern 5., Bischofshofen 4., Garmisch 5., Oberstdorf 5., Hacherow 7. 4., Kusamo 8., Lillehammer 9. und 3. So seine Bilanz. Berätes Beispiel für Beständigkeit. Und heute? Ja, also er wird wieder einen ähnlichen Platz. Ja, ein neuer Spitzenreiter, denke ich mal. Na, das glaube ich nicht. Ja, der Dieter. Ja, der Dieter hat natürlich seine 123. Zweiter wird er sein. Es wird eher knapp werden. Nur wir haben schon gesagt, ihm fehlt einfach der Siegen. Er ist gut genug für einen Platz zwischen 3 und 7, aber... Zweiter ist er. Auf Stockholm wird er heute auch nicht kommen. So, nun Mika Laitinen, nur noch Finnen, Christoph Dufner und Primož Peterka. Heute wird zum zweiten Mal in der Saison wohl ein Finne auf das Treppchen kommen. Soininen und Ahonen kommen ja danach noch, also glänzende Ausgangsposition. Minimaler Rückenwind, fast gar keiner für Laitinen am Tisch. Jawohl. Heute schlagen die Finnen zu. Noch besser mannschaftlich als gestern. Und da hatten sie schon 4 unter den ersten 10. Heute werden es vielleicht 4 unter den besten 8 sein. Ja, das ist jetzt natürlich eine Gruppendynamik entstanden. Die ganze Gruppe hat sich gesteigert und der eine reißt den anderen mit. Also das ist ein Phänomen, ein positives Phänomen. Das Team wächst einfach mehr zusammen und die steigern sich geschlossen. Thomas Saito Laitinen, Dieter Thoma immer nach vorn, immer nach vorn. Und es kommen nur noch 4 Springer. Der Schwarzwälder hat aber mächtig Power gemacht. Jetzt ist er schon mindestens 5. Ein Verfolgungsrennen des Dieter Thoma, der ja nach dem ersten Durchgang nur 9. war. Nun kommt Christoph Dufner. 2 Schwarzwilder. Ja, was heißt hoffentlich? Der Dieter wird sagen, hoffentlich lässt er mich vor. Aber der Duffy wird sagen, nix da. Ich habe Nachholbedarf. Ich bin hungrig. Ich will. Komm, Duffy. Landet im Telemark. Aber? War nicht schlecht. Na, das sowieso nicht. Das Beste, was er in dieser Saison gemacht hat. Auch das stimmt. 116,5 Meter für Christoph Dufner. Dritter. Bravo. Er hat recht. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Die Welt geht weiter. Und auch wenn es mal nicht so klappt, Zähne zusammenbeißen, durch den Mist. Und es kommt ein neuer Tag, ein neuer Sonnenaufgang. Christoph Dufner meldet sich zurück. Gestern nicht qualifiziert. Heute ist er schlechtestenfalls 6. Dieter Thoma führt immer noch, ist jetzt 4. Sehr gut. Und es gibt ja natürlich noch einiges zu tun. Wir haben noch Weltmeisterschaften, Skifliegen, jede Menge Wettkämpfe, die den Duffy noch interessieren. Ernst, wir haben auch noch Reserven. So, jetzt kommt wieder ein interessanter Mann. Ist das der letzte Finne? Na, der kommt ja auch noch. Lieber Schwan. Aber das dürfte jetzt nach Lage der Dinge. Na. Doch, es reicht. Ja, ja. Oh mein Gott, das war ein Spitzensprung. Der Sieger von 96 hier in Engelberg. Ja. Die Finnen sind reif für einen Sieg, wenn da nicht dieser Primož wäre. 126 Meter hat ja in der Qualifikation den Schanzenrekord egalisiert. Natürlich der neue Spitzenreiter, das ist ganz klar. Ahonen Peterka. Die folgen noch. Nur Primož kann die Rechnung von Hannu Lipisto heute noch durchkreuzen. Die Chancen liegt ihm wirklich. Macht er kaum einen Fehler. Extrem über den Ski. Er hat eine extreme Vorlage. Er liegt zwischen den Spitzen drinnen und schwebt so den Hang hinunter.
wunderschön anzuschauen. Ist natürlich auch vom Gefühl her was Einzigartiges. Hat auch noch ein bisschen an Telemark probiert. Ja, wo siehst du den? Den kann man nicht mehr gelten lassen. Ja. Der war. Ja. Hat nämlich auch nur 17er Wertung bekommen. So in ihnen vor Thomas und Saito. So, nun der Mann, der zum Lachen in den Kellner geht. Janne Ahonen. Vorhin auch gekachelt. Dabei kann man hier 126, 27 Meter im Telemark wirklich stehen. Ui, das war gut. Schön. Mein lieber Schwan. Und der landet besser. Ahonen führt, denke ich mal, vor Soininen. Zwei Finnen auf dem Treppchen. Das ist schon sicher. 125 Meter. Auch keine Traumnoten, aber er führt, ja. Ahonen vor Soininen und Thoma. Und Dieter Thoma steht nur auf dem Treppchen, wenn Primož Peterka jetzt patzt. Und daran glaube ich eigentlich nicht. Ist nicht anzunehmen, na. Das ist so ein cooler Bursche. Sein Bruder ist wohl 14 oder 15, springt auch. Hat ja eine Miss Slowenia als Freundin. Eigentlich stimmt in seinem jungen Leben im Moment alles. Ja, Kohle verdient er auch. Ja, ja, und es ist ja so, dass da... Also ein sehr gutes Elternhaus hat, die Eltern halten ihn also zurück, versuchen den Druck ein bisschen von ihm zu nehmen. Der Vater ist da dahinter, dass er nicht verheizt wird. Das ist der Primož. Nächster Saisonsieg, Fragezeichen, vieles spricht für ihn. Schauen wir nochmal an. Ja, Dirk, der schaut nicht schlecht aus. Der ist auch nicht schlecht, und das dürfte auch reichen. Der hat nämlich Vorsprung. Das reicht allemal. Er hat auch Vorsprung. Peterka hat wieder zugeschlagen. Siebter Saisonsieg. Und alles in diesem Jahr natürlich. Gar keine Frage. Da bleibt kein Auge trocken. Primož Peterka ist der Primus und der Paris. Er ist derjenige, der derzeit einfach unschlagbar ist. Peterka gewinnt. Doppelsieg wie Chekon vor 2 Jahren in Engelberg für Primož Peterka. Vor Ahonen, vor Soininen für Thoma. Und jetzt hat er schon über 100.000 Schweizer Franken an Preisgeld kassiert. Wir haben die Zeitlupe genossen des Primož Peterka.